Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Aviamax. Ich bin Tobi und heute fliegen wir gemeinsam mit ITA Airways von Hamburg nach Mailand-Linate. Ein Besuch der Aussichtsplattform ist am Hamburger Flughafen definitiv ein Muss. Aufgrund der Feiertage um Christi Himmelfahrt war der Flughafen stark besucht. Hier noch nicht zu sehen. Pünktlich geht das Boarding los und ich freue mich wirklich auf meinen ersten Flug mit einer italienischen Airline. Der erste Eindruck der Kabine, ja, neu ist es nicht. Es handelt sich hierbei um einen Airbus A320 vom Vorgänger Alitalia. Ich hatte jedoch das Glück, am Notausgang zu sitzen, Fensterblick. Ja, wenn man schon mal das Glück hat, diesen Vogel zu betrachten, ist alles andere auch nebensächlich. Pünktlich erfolgte der Pushback, weiterhin mit dem Blick auf diesen Airbus A380. Habe ich schon erwähnt, dass es sich hierbei um meinen Lieblingsflugzeugtypen handelt. Ebenfalls ein gern gesehener Gast am Hamburger Flughafen, die niederländische Fluggesellschaft KLM. In Hamburg sagt man, und nu gaddert los. Deshalb werde ich den Start einfach mal nicht kommentieren. Schauen wir uns den Sitz mal etwas genauer an. Er ist durchaus in die Jahre gekommen, aber erstaunlich sehr bequem. Die Beinfreiheit, ja, ich sitze am Notausgang. Apropos Notausgang, hier einige Abnutzungserscheinungen. In der Seat Pocket vor uns befindet sich das Übliche, eine Safety Card sowie eine Sickness Bag. Ja, der Tisch ist auch verstellbar, natürlich schön, gerade wenn man auf einem kurzen Flug noch einen kleinen Snack essen möchte. Apropos Snack, diesen gibt es auf diesem kurzen Economy Class Flug. Mir gefällt es an Bord der ITA Airways. Und der Ausblick, ja, der ist auch richtig gut.
Noch über den Alpen beginnen wir bereits mit dem Singflug. Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar, ob ich solche Sequenzen zukünftig häufiger im Zeitraffer-Modus filmen soll. Wie war er denn nun? Mein erster Flug mit einer italienischen Fluggesellschaft. Ich hatte keinerlei Erwartungen an diesen Flug, sodass ich nicht enttäuscht werden konnte. Mir hat aber der Flug durchaus sehr gut gefallen. Der Sitz war komfortabel, die Crew war freundlich und zudem gab es noch einen kostenfreien Snack, Rosmaringebäck und ein frischer Orangensaft. Durchaus gut. Ich würde wieder mit ITA Airways, zumindest auf der Kurzstrecke, fliegen. Vielen lieben Dank fürs Schauen und bis bald!